Hallihallo, liebe Leute, DJ KR87 wieder hier mit einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar ein Spiel von Capcom. Und was spielen wir? Wir spielen ein Spiel aus dem Hause Disney, The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Ja, ein sehr tolles Spiel für Super Nintendo, wie ich finde. Ja, ein Spiel von Disney und Capcom. Eines der, na gut, vielen Spiele, die Capcom aus dem Hause Disney rausgebracht hat. Mal gucken, was können wir hier einstellen. Y halten, schießen. Mit B springen wir. Mit A wechseln wir die Fähigkeiten. Gut, lassen wir so. Ja, wie ihr seht, man kann das Spiel auch zu zweit spielen. Allerdings nicht kooperativ, sondern nur abwechselnd. Das heißt, wenn ein Spieler gerade dabei ist, muss der andere zugucken. Deswegen dachte ich mir, mache ich dieses Spiel als Einspieler-Projekt. Also nicht als Let's Play Together, weil der Zwei-Spieler-Modus ist, finde ich, ein bisschen blöd gemacht hier. Deswegen finde ich das im zweiten Teil besser. Mickey und seine Freunde spielen Ball im Park. Hier kommt ein toller Ball, Mickey. Oh Gott, jetzt muss ich Mickey eine hohe Stimme vergeben. Oder? Pluto! Hier geblieben, Pluto! Stopp! Keine Sorge, Mickey. Ich hol dir Pluto zurück. Du gehst in die falsche Richtung. Okay. Sorgen? Wer ist besorgt? Wenn Goofy sagt, er holt ihn, dann wird er ganz bestimmt höchstwahrscheinlich. Ja? Oh, Pluto! Hierher, Pluto! Wo bist du bloß, Junge? Er ist weg. Ja. Er ist eine Klippe runtergestürzt und Mickey fällt auch runter. So kann's gehen. Und so fängt das Spiel auch sozusagen an. Wir haben eine große Welt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level. Ja. Wir fangen bei Stage 1 an. Die Wipfel. Toller Name. Ja. Wir schlüpfen, wie gesagt, in die Rolle von Mickey Mouse, der jetzt auf der Suche nach seinem Hund Pluto ist. Weil er ja in den Abgrund gestürzt ist und wohl verschwunden ist. Ja, wir können als Mickey springen, hüpfen, Sachen greifen und natürlich auch werfen. Und wir können natürlich auf Gegner springen, so Mario-like. Und natürlich auch andere Gegner damit plätten, indem wir die Gegner werfen. Wir können auch so an diese schwebenden oder Propeller-Dinger, weiß auch nicht, wie ich die nennen soll, können wir auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, nochmal dran springen und festhalten, damit wir fliegen können. Und hier haben wir eine Tür, die können wir mit Y öffnen und wir gehen rein. Und was haben wir da? Ein Typen. Hallo, ich suche meinen Hund, Pluto. Haben Sie ihn gesehen? Ja, dein Hund wurde gekidnappt von dem grausamen Herrscher dieser Welt, Imperator Kater Carlo. Oh, wer hätte es gedacht? Immer dieser Kater. Er wird ihn nie wieder freilassen. Warum das nicht? Imperator Kater Carlo? Er wird einen bösen Fluch über Pluto verhängen. Wie er es mit all seinen Gefangenen macht. Was ist das für einer? Ich warne dich. Seine mächtige Magie verleiht ihm ungeheure Kräfte. Okay. Versuche ja nicht, deinen Hund zu retten. Hallo, Mickey rettet immer seinen Hund. Es ist schließlich sein Hund. Bringe dich selbst in Sicherheit. Nein, Pluto ist mein Freund. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Zeigen Sie mir, wo ich Imperator Kater Carlo finden.
Wenn du darauf bestehst, folge den Statuen des Imperators, eine nach der anderen. Okay. Sie markieren den Weg zur Burg. Ah ja, auch nicht schlecht. Vielen Dank. Bis bald. Ich werde magische Truhen im ganzen Land verteilen. Sie werden dir helfen, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Wunderbar. Viel Glück und hüte dich vor der Magie des Imperators. Werde ich machen, Kollege. Man sieht sich. Ja, für die, die es noch nicht aufgefallen ist, dieses Spiel hier ist ein Jump'n'Run. Ist eigentlich nicht schwer zu erkennen, finde ich. Ah ja, genau hier, diese Blöcke können wir auch greifen. Manchmal findet man Sachen drin, oder diese roten hier, die gibt's unendlich mal. Und hier finden wir schon Carlos Schergen. Wow, und... Ja, die sind ein bisschen nervig. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dieser Teil ist der erste Teil der Magical Quest-Reihe. Die Magical Quest-Reihe wurde auch für den Game Boy Advance neu auferlegt, wo sogar der erste Teil einen Co-op-Modus mit Mini bekommen hat. Und ich habe ja schon Let's Play Together vom zweiten Teil der Reihe gemacht, The Great Circus Mystery. Scheiße, ich muss nach oben, glaube ich. Mit Nordwind. Also, falls ihr mal reinschauen wollt in den zweiten Teil, ihr wisst ja, wo ihr ihn findet. Und zwar auf meinem Kanal, verdammt. Ich will da auf jeden Fall hoch. Bestimmt ist da irgendetwas Brauchbares. Ah, verdammt. Oh, was zum... Das Ding hat sich wieder bewegt. Und genau, ihr seht dort eine Anzeige mit Herzen. Also oben rechts sozusagen. Und da steht auch eine Zeit. Ja, wir stehen unter Zeitdruck in diesem Spiel. Nein, das Ding zerplatzt. Naja, Zeitdruck. Also man kann es eigentlich locker in dieser Zeit schaffen, die da angegeben ist. Es sei denn, man baut irgendwelche Scheiße. Wow, hoppa, jetzt muss ich erstmal hier heil rüberkommen. Wehe, da ist nix. Also ich finde hier... Ah, was haben wir hier? Geld, na toll, ich komme hier für Geld nur was. Ja, irgendwo gibt es hier doch so eine Art Geheimtür. Wow. Oder Dorn. Okay, ich muss... weg hier. Ja, wenn wir tot sind, dann haben wir das Problem... Dass wir wieder von Anfang an starten können. Und wie ihr gesehen habt, das Spiel ist auf Deutsch. Das gibt es tatsächlich auch auf Deutsch im Handel. Also nicht mehr unbedingt, aber das Spiel ist in Deutschland halt auf Deutsch gewesen. Ja, den zweiten Teil haben sie leider nicht mehr auf Deutsch übersetzt. Was ich irgendwie nicht wirklich nachvollziehen kann, warum die das nicht gemacht haben. Ich meine, diesen Teil hier haben sie übersetzt, aber The Great Circus Mystery haben sie nicht übersetzt. Und es gibt auch noch einen dritten Teil in dieser Reihe. Der heißt... Ja, gut, den gibt's nur in Japan. Also, der heißt in Japan... Magical Adventure 3 Mickey Toe Donald. Ja, für GBA gibt's halt alle drei Teile. Moment, muss ich da nicht irgendwie drauf? Genau. Und die Tomate rollt. Yay. Wir laufen mal vor einer Tomate. Ja, für Super Nintendo gibt's... Yay. Den dritten Teil halt nur auf Japanisch. Wobei es auch schon wieder da eine Fangroup gab, die das Spiel auf Englisch Fan übersetzt hat. Okay. Ich bin tot. Scheiß Biene. Naja, macht nix. Wir haben ja noch ein Leben. Gott sei Dank. Ja. Wie bin ich auf die Idee gekommen, dieses Spiel jetzt zu machen? Das frage ich mich gerade selber. Ich meine, ja, ich sagen wir es so, ich hatte irgendwie Lust zu. Und dachte mir, dass ich dieses Spiel mal als LP machen werde. Ich meine, ich habe ein Let's Play Together vom zweiten Teil gemacht, also dachte ich mir, muss ich auch den ersten Teil machen. Weil sonst fehlt... Ah, was? Scheiße, ich muss auf diese Tomate, danke. Wow. Aber das ist jetzt mal echt... oh Gott. Ah, Tomate. Okay, Glück gehabt. Und wie ihr seht, wenn man hier den Steinberg runtergeht, dann kann Mickey sogar rennen. Ja, ich drücke jetzt keinen Knopf zusätzlich, das macht er automatisch, wenn der Berg abgeht. Sonst kann man nur ganz normal laufen. Und wir können auch im Wasser schwimmen halt. Wie jeder normale Mensch auch. Und ja,